Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Skyward Swords. Und ich will schon instant mit dem rechten Stick wieder die Kamera drehen, was nicht funktioniert. Yay! Das wird ja eine interessante Folge. Gleichermaßen, ja, alle die das andere Let's Play, nämlich Kena, angucken, wissen oder haben zumindest gesehen oder gehört, dass, ja, da die Kamerasteuerung genau entgegengesetzt ist wie auf der Switch und das mir definitiv Probleme bereitet, aber es läuft, es läuft. Wir kriegen das hin. Ein Herzchen. So. Hier sollten wir vielleicht ein bisschen aufräumen. Hallo? Boah, gut ausgewichen. Gott, oh Gott. Natürlich habe ich das nicht hingekriegt. Was freue ich mich eigentlich? So, wo gehen wir jetzt eigentlich hin, ist für mich die Frage. So, wieso sollten wir hier pusten? Was würde uns das bringen? Würde uns das überhaupt irgendwas bringen? Sieht jetzt nicht so wirklich aus, als würde das irgendwas bringen. Nö. Gut. Dann gucken wir mal kurz auf die Map, denn ich habe in der Zwischenzeit alles vergessen. Oh Gott, wir haben sehr viele Türen, wir haben sehr viele Räume. Und wir haben einen Schlüssel, oder? Das heißt, hier wäre ein Schlüssel, ein UG. Warte, wo sind wir gerade eigentlich? Wir sind im ersten Untergeschoss. Im zweiten Untergeschoss wäre eine Tür, die verschlossen ist. Mal gucken. Oder hier oben wären Türen, die verschlossen sind. Gucken wir mal, wo wir als Erster jetzt mal hinkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ein bisschen vergessen, dass wir hier... Huh, knapp. Hier geht nicht so viel. Okay, hier geht nichts. So. Gucken wir mal kurz weiter. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder komplett die Steuerung vergessen, aber ich höre... Alter, diese Scheißviecher. Aber ich habe gerade irgendwie doch Fledermäuse gehört, oder bin ich irre? Das sieht irgendwie auch sehr verdächtig aus. Können wir hier nicht ein Lied spielen? Okay, anscheinend können wir kein Lied spielen. Hier könnten wir uns wieder Loot holen, aber ich glaube, Herzchen haben wir gerade genug. Hier ist ein bisschen Sand. So, okay. Rubine, das war's. Okay, verdächtig, verdächtig. Na gut, dann geben wir eins hoch. Da haben wir ja auch Türen, die auf uns warten. Okay, hier wäre ein Schlüssel. Sollten wir das machen? Wahrscheinlich schon. Sieht doch gut aus. Okay, okay. Das sieht wiederum nicht so gut aus. Ach du Scheiße. Ist das ein Roboter oder ein Skelett? Okay, ich bin für Roboter. Oh Gott, 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 oh Gott. Wir haben natürlich kein Schild dabei. Natürlich haben wir kein Schild dabei. Aber was ist denn mit ihm los? Aber. Jawohl. Jawohl. Richtig gut. Aber. Aber. Ach, ich sollte ihm immer ausweichen, wenn er das macht. Mit ihm los, Alter. Ja, weiter zurück, weiter zurück. Vielleicht können wir ihn da runterschmeißen. Das wäre eigentlich, das wäre optional sehr, sehr... Ah, ich muss ihn besser ausweichen. Aber haben wir eigentlich Feen oder sterben wir gleich? Ja, komm.
Alter, what? Natürlich. Aua. Aua. Okay, wir haben zwei Feen. Aua. Naja, zwei Feen sollten wir hinkriegen. Oh Gott, Alter, er macht mich irgendwie fertig. Na komm. Yes, richtig nice. Jetzt hat er nur noch den Haken. Okay. Na, hoffentlich gehen wir dann nicht drauf. Aber wir müssen uns ja keine Sorgen machen. Yes. Aber, ja, komm. Gönn uns die Fee. Und weg mit dir. Ja, nice. Geiler Piratenkampf. Ich habe nur Angst, dass der Typ wieder zurückkommt. Oh, was ist wohl in der Kiste? Einen zweiten Schlüssel könnten wir uns gönnen. Gebieter, dieser Maschinenmensch. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 99%, dass es sich hierbei um den Piraten handelt, von dem der Captain sprach. Seine Wut und Boshaftigkeit haben sich erstaunlich gut über die Jahre gehalten. Okay. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass er zurückkehrt. Du hast den Holzbogen erhalten. Damit kannst du von Weitem mit hoher Angriffskraft Pfeile auf ein Ziel feuern. Okidoki. Und da haben wir alle Items. Richtig nice. Gebieter, ich habe dir etwas zu deinem neuen Item, dem Bogen, zu sagen. Mit ihm kannst du weit entfernte Ziele treffen und großen Schaden anrichten. Drücke ZR, um den Bogen zu ziehen. Wenn du Hilfe zur Bedienung des Bogens benötigst, drücke danach rechts, um die Hilfe anzeigen zu lassen. Zudem kannst du mit einem Pfeil weit entfernte Mechanismen aktivieren, wenn du sie triffst. Oh, das sind Bogendinger. Einen solchen Mechanismus habe ich auf dem Deck entdeckt. Oh, okay. Allerdings glaube ich nicht, dass du ihn von hier aus treffen kannst. Ich rate dir, zurück an Deck zu gehen. Okay. Dann gehen wir wohl zurück. Okay, es hat gerade gespeichert. Verdächtig. Aber wir speichern auf jeden... Nee, wir speichern nicht. Wir setzen uns vorher hier hin und gönnen uns ein paar nette Herzchen, wenn uns das Spiel schon diese Möglichkeit anbietet. So, komm schon. Noch eins. Gönn uns. Perfekt. Jetzt speichern wir natürlich erst. Eine Runde speichern. So. Und dann gehen wir hier mal raus. Ich glaube, das müsste der Ausgang sein. Wenn ich mich nicht täusche. Und dann probieren wir gleich mal den Bogen aus. So, okay. Also, einmal so. Oh Gott. Ja, die Bogensteuerung ist sehr interessant. Ja, nice. Okay, jetzt ist nur die Frage, geht das mit dem Bogen oder mit dem Käfer? Gebieter, siehst du das? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass dies ein Stein der Zeit ist. Ich empfehle ihn, mit einer deiner Waffen zu aktivieren. Er dürfte auf dem Schiff einige Veränderungen bewirken. Ja, vor der Veränderung habe ich schon ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Aber guck... Oh, so weit kann ich den Controller gar nicht neigen unterm Tisch. Oh, nice. Okay. Jetzt haben wir mit Sicherheit ein Problem. Oh ja. Ja, das war klar. Oh no. Oh, wartet mal. Okay. Ja, machen wir die erstmal hier unten ein bisschen. Komm schon. Tschu, tschu, tschu. Okay, gut. Tot. Bisschen. Oh Gott, hier. Ich sehe nichts.
Na komm jetzt. Ja, gut. Gut, so. Oh, ich will immer den rechten Stick benutzen zum Drehen. Was ist hier los? Okay, wir kommen hier nicht mehr runter, aber wir kommen dort hoch. Hier ist geschlossen. Gucken wir an, was gibt's hier? Okay, Pfeile. Du hast 10 Pfeile erhalten. Juhu. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Dudes dort oben abschießen. Oh Gott, Alter. Ja, ich muss definitiv den Controller in diese Richtung... Oh, ich habe ihn getroffen. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nein, come on. Alter. Nice, okay, okay. Ich muss nur leider die Dinger, den Controller jetzt über dem Tisch halten. Weil sonst treffe ich die Dudes nicht, weil das einfach unter dem Tisch aufgrund der Bewegungssteuerung kompliziert ist. So, haben wir noch einen? Oder war's das? Dachte mir, das war's noch nicht. Aber gut, gucken wir mal hoch. Was uns denn hier erwartet? Dort oben ist noch einer auf jeden Fall. Okay, tot. Was haben wir hier? Okay. Wir können das Beiboot runterlassen. Wieso? Frage ich mich aber schon. Okay, aber versuchen wir uns doch um diesen Dude da oben zu kümmern. Oh Gott. Okay, nochmal. Die Besteuerung. Fast. Alter. Wie es einfach komplett eskaliert jedes Mal. Wie ich ihn nicht treffen kann. Entweder zu weit oder zu wenig weit. Nice. Und am besten dieses Teil hier auch noch. Okay, das hat uns jetzt nicht so viel gebracht, glaube ich. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Und hier gibt es noch mehr Pfeile. Ja gut, dann gucken wir doch einfach... Oh, wir könnten aber auch hier hochklettern. Aber was würde es uns bringen, hier hochzuklettern? Wahrscheinlich nicht so viel. Ah, ich will es trotzdem machen. Gucken wir trotzdem. Vielleicht ist da ja irgendwas versteckt und dann freuen wir uns richtig krass, wenn wir hier oben sind. Aber dazu muss Link ein bisschen viel springen. Oh ja, okay, okay. Okay. Oha, du bist ja der richtig nice. Bam. Oha, Alter. Wie verendet denn dieser Bogen, bitte? Okay, der Bogen zieht sehr nach rechts. Gucken wir mal. Alter, echt. Okay. Bisschen verstörend. Sehr nice. Okay, okay. Das war's mit den Dudes hier. Da unten liegt ein bisschen Geld, aber ja gut. Hier sind auch keine mehr. Ja gut, ich glaube... Dann gucken wir dort runter, wo das Beiboot ist. Okay. Ja gut, Paraschall for the win, ne? Hätten wir mal verwenden sollen. Dann würde ich jetzt einfach mal hier runterspringen. Oh, oh Gott. Okay. Okay, anscheinend... Gut, vielleicht haben wir uns in eine aussichtslose Lage manövriert. Scheiße. Versuchen wir es nochmal mit Gesinge. Oh je, ich glaube, wir haben verkackt. Scheiße. Wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Oder können wir da hochschießen? Ah ja, okay. Nee. Aha, okay, okay. Alles klärchen. Wie wir weiterkommen, weiß ich hingegen immer noch nicht. Hier kommen wir nicht rein.
Warte, bis zum Ding sind wir auch nicht hochgekommen, nee. Wir hätten jetzt nur dort rüber gekommen, aber wieso hätten wir das machen sollen? Da kommen wir ja nur dort rüber. Wieso wäre das gut? Achso, wir können ja... Ne, wir können nicht hier runter gehen. Hä, das ist ja irgendwie strange. Aber ist das verwirrend. Gut, dann gehen wir nochmal da hoch und rüber. Aber ich weiß nicht, was uns das bringen soll, wenn ich ehrlich bin. Gut. Ist wahrscheinlich... Also hier ist es auf der richtigen Seite. Oh Gott, mir wird so... Hä, hier ist es nicht? Ah, wir kommen hier immer weiter hoch. Okay, okay, jetzt habe ich es erst gecheckt. Oh Gott, da wird mir so schwindelig, wenn ich mir das angucke. Oh, schrecklich. So. Ach komm. Ey, wie wir dieses komische Teil immer erwischen. Oh, da drüben sind ja noch. So, Dudes, bitte greifen. Okay, okay, wir sind angekommen. Oh Gott, Alter. Boah, meine Hände kribbeln so. Vor Höhenangst. Aber wir schießen den erstmal ab. Nice. Dann gehen wir hier rüber und gehen noch eins weiter. Mal gucken, wo uns das hinführt. Ah, ein bisschen. Ich will hier nicht runterfallen. Auf gar keinen Fall will ich das. So. Okay. So, bitte greifen. Jetzt bin ich gespannt. Es wäre eigentlich cool gewesen, wenn wir im Schiff rumlaufen hätten können. Aber jetzt drehen wir ja doch wieder den Stein um. Wieso ist nur die Frage? Nee. Einmal so. Ah, wir haben ihn nur geöffnet. Und damit die Tür geöffnet. Okay, okay. Link, das hast du toll gemacht. Wie als... Ich wollte gerade sagen, achso, was macht der Roboter denn jetzt hier? Schön, dass mein Schiff wieder ganz so aussieht wie früher. Jetzt musst du mir helfen, meine Jungs zu retten. In dieser Galeone gibt es einen Kerker, in dem sie festgehalten werden. Okay, im zweiten Untergeschoss ist der Kerker. Dazu brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Naja, gucken wir mal. Ich habe Angst. Ich warte im Boot auf dich. Du schaffst das. Jetzt geht er wieder? Was ist denn mit ihm los? Gut. Wartet mal. So. Wieso sollen wir jetzt hier rüber gehen? Aber wahrscheinlich ist das irgendwie smart. Weil... Hier macht das überhaupt kein... Okay, hier könnten wir... Mit dem Greifhaken? Aber wieso? Greifhaken-Action? Oh, wir stehen nicht. Hallo? Hä? Wieso zur Hölle? Oh, funktioniert der Greifhaken nicht? Okay, okay. Dann halt keine Greifhaken-Action. Aber wir lassen uns trotzdem da runterfallen. Aber diesmal mit Paraschal. Hoffentlich ist da ein Herzchen drin. Okay, Bomben. Was machen wir mit Bomben? Oh, nee. Ach Gott, so. Hier haben wir ja vielleicht noch ein Herzchen. Eine Fee. Oh, eine Fee in einer Bottle, bitte. Das wäre urnett. Cool. Eine Fee gefangen. Wir sollten doch eigentlich wieder mal zurückkehren in die Stadt. Denn wir bräuchten eigentlich recht dringend... Hier kommen wir nicht weiter. Eigentlich recht dringend ein neues Schild. Das letzte haben wir zerstört. Bisschen unsmart von mir war das. Aber ja gut. Man kann ja nicht alles haben.
So. Versuchen wir mal, seine Kumpels zu retten. Ich bin gespannt, was jetzt hier so abgeht. So, einmal hier kurz sitzen. Für das eine Herz, das gönnen wir uns schon. Nice. Und ich würde sogar eine kleine Runde speichern. Wobei, nach dem Dialog ist wahrscheinlich so und so gespeichert. Aber egal. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wenn wir jetzt da durchgehen, dann kommen wir nur hier hin. Das bringt uns gar nichts. Wir sollten hier runtergehen. Ja, dann gehen wir mal. Was war jetzt gerade los? Also, wir sollten da runtergehen, das stimmt. So. Bam, bam, bam. So, jetzt sind wir hier unten. Erstes UG. Wir müssen hier zur nächsten Treppe. Das heißt, einmal durch alles durch. Bitteschön. Aber nicht hier, sondern hier lang. So, es könnte hinter jeder Ecke könnte irgendwas Neues auf uns lauern. Mal gucken. Ah ja, es war so klar. Hest, was ist mit ihm los? So. Gut. Kein Loot. Da wieder kein Loot. Hey, die gönnen uns auch überhaupt nichts. Gut. So, wo gehen wir jetzt lang? Hier müssen wir eigentlich nicht lang, ne? Oh Gott. Aber wir kommen hier auch gar nicht durch. Scheiße. Okay, okay. Ich glaube, zu dieser Kiste kommen wir nicht wirklich. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Na gut, gucken wir mal weiter. Ob hier... Hier sind alle Türen geschlossen. Okay. Ah, der Ventilator läuft. Und wir kommen in diese Tür rein. Okay, dann gucken wir da natürlich auch rein. Wer weiß, was da auf uns wartet. Jetzt, Link! So. Kein Loot, wie immer. Die Box muss hier rüber. Warum auch immer. Gucken wir uns gleich an. Weiter schieben, 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 weiter schieben. So, was macht die Box? Oh, die öffnet die Luken an der Seite. Ah. Sehr nice. Dann machen wir das... Ja, ach komm. So, dann machen wir das unbedingt. Cool. So, die Luken bleiben geöffnet. Jetzt können wir uns das wahrscheinlich so... Achso, wir brauchen wahrscheinlich das Beiboot, damit das Ganze Sinn ergibt. Wobei hier auch eine Treppe ist. Die uns irgendwo hinführt. Ich weiß nur nicht, ob ich das will. Weil, wo sind wir jetzt? Jetzt fallen wir einfach nur sehr, sehr tief. Na gut. Achso, wir fallen nicht tief. Oh, ich dachte, da geht es jetzt richtig tief irgendwo hin. Okay. Na gut. Uns bleibt eh nichts anderes übrig. Oh, das Spiel speichert von selber. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, über uns sind die Dudes. Und hier ist zu. Ah ja, dort ist der Schalter. Okay, okay. Also von... Ja, von der Richtung müssen wir kommen. Irgendwie, irgendwo. Und irgendwann am besten auch noch. Hä? Und was machen wir hier bitte? Jetzt bin ich aber ein bisschen lost. Kann ja nicht sein. Wir müssen
ja hier irgendwie weiterkommen. Das ist ja strange. Okay. Vielleicht müssen wir doch erst von der anderen Seite kommen. Na gut. Na gut, na gut. Hier sind wir hergekommen, ne? Dann doch den ganz normalen Weg. So. Alles wieder zurück. Kommen wir eigentlich noch so zurück? Ich habe jetzt gar nicht so viel aufgepasst. Ja, wir sind einfach nur aus diesem Fenster hier geklettert. Gut, hier war jetzt auch nichts Besonderes. Die Tür ist verschlossen. Und hier geht's weiter runter. Gut, gönnen wir uns natürlich den Loot. Und weiter geht's. Jetzt sind wir zweites Untergeschoss, oder? Ja, genau da, wo wir eigentlich hin müssen. Ach. Manchmal können sie richtig gut blocken. Alter. Oh, ein Herzchen. Dankeschön. So, hier ist jetzt das Vieh, ne? Ja. So, und komm. Yes. Richtig nice. Ohne, dass wir Schaden gekriegt haben. So. Hier durch und dort kommen wir, glaube ich, nicht wirklich lang, ne? Wir bräuchten einen Schlüssel für diesen Raum. Gut, gucken wir trotzdem mal hier durch. Ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen oder nicht. Na, noch mehr Gegner, natürlich. Ach. Gut. Tod und Tod. Hier kommen wir. Ah, hier sind die Gefangenen. Okay, okay. Hier waren wir halt schon drin, ne? Gut. Ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Nee, hier ist nämlich nur die Kiste. Kacke. Hä, aber wie kommen wir denn zu den Gefangenen? Irgendwie in dem Raum, in dem wir gerade sind. Achso, ja, hier ist natürlich der Eingang. Das ist natürlich super Käse. Kommen wir denn hier gar nicht anders lang? Von hier sind wir hergekommen. Nee, ich glaube. Okay, vielleicht müssen wir eh rauf und müssen das Beiboot nehmen und keine Ahnung, irgendwie so durchschlawinern. Weil ein anderer Weg fällt mir jetzt nicht wirklich ein. Wir können nochmal hier gucken. Wir können uns kurz hier hinsetzen. Ne, das machen wir gleich. Hier ist die Treppe, ne? Ja. Und hier kommen wir nicht durch, weil wir keinen Schlüssel haben. Was ist nochmal das kurz? Was wird uns hier... Hier sind haufenweise Kisten. Ah, diese Quadrate sind Treppen. Okay, okay. Ich habe mich nämlich schon gewundert, was die kleinen Quadrate sind, aber das sind Treppen. Aha. Okay, wahrscheinlich müssen wir das Beiboot nehmen. Alles andere wird keinen Sinn ergeben. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Beiboot nochmal runterlassen und dann endlich hoffentlich die Crewmitglieder befreien. Also bis dahin, ciao!